Hallo, schön, dass ihr einschaltet. Ich dachte, ich schließe mich mal den fünf Mädels an, die diese fünf Lieblingsblush-Videos gemacht haben. Also liebe Grüße an euch fünf. Ich habe aber schon so ein Video, das ist allerdings schon 2 Jahre alt. Daher finde ich, dass es durchaus okay ist, ein Update zu machen. Und ich muss auch zugeben, dass ich es sehr, sehr spannend finde, das sowas in Folge von einem anderen Video zu machen, um zu gucken, na, welche ist es denn geblieben. Das ist ja letztendlich dann eine sehr große Bestätigung. Ich habe mir das jetzt auch nach fast 2 Jahren nochmal angeguckt. Also ich hatte das auch nicht mehr so ganz genau im Sinn. Und ich mag nach wie vor all die Blushes, die ich da gezeigt habe, bin absolut überzeugt, will sie nicht weggeben, kann ich mir immer noch sehr gut vorstellen, sie nachzukaufen. Hab sie aber in den letzten 2 Jahren echt gar nicht so oft benutzt, sodass sich die Favoriten, es ist schwierig jetzt Favoriten zu sagen, ich würde sagen eher so die meine meistgenutzten sind das jetzt, die ich euch zeigen werde. Aber ich unterteile das nochmal, weil ich zugeben muss, dass wenn ich ein reines Video, Favoritenvideo machen würde, wären zu viele limitierte Sachen dabei und das nützt irgendwie niemandem sonderlich viel. Ich lege daher mal los mit meinen 5 liebsten regulären Blushes. Bei welchem fange ich denn an? Mit einem, über den ich kürzlich erst eine Review auf meinem Blog schrieb. Dem Chorus 32 Purple Brown. Der war nämlich auch schon im letzten Video dabei. Und ich muss sagen, ich habe mich echt so gewundert, warum ich erst jetzt eine Review dazu schreibe. Denn ich habe ihn, er war in meinem, glaube ich, 2. Video überhaupt auf YouTube dabei. Also schon vor 3 Jahren. Ja, und er tauchte, glaube ich, so oft auf wie selten ein anderes Produkt in diversen Videos, in denen es um Blushes ging. Also, und dann mache ich erst jetzt eine Review. Also, ich bin absolut davon überzeugt, wenn ihr wissen wollt, warum, liest euch einfach die Review durch, sonst wird dieses Video zu lang. Aber es ist halt ein Favoriten-Contouring-Blush, ne? Dann eines, das ich einfach sehr häufig verwende, nämlich Alverde Flamingos. Super, ich mag ihn total gern, auch weil er eben so intensiv ist, wie er ist. Ich finde, er lässt sich super auftragen. Also die Blushes ist das, ich glaube, fast schon mit das Einzige, was ich von Alverde überhaupt noch überzeugend finde. Und ich hoffe, dieser geht auch niemals aus dem Sortiment, damit ich ihn ganz häufig empfehlen kann. Und man muss den Duft mögen. Ich muss dazu auch sagen, ich bin also auch ein Liebhaber, für diejenigen, die mich vielleicht nicht kennen, von intensiven Blush. Das ist für mich absolutes Muss. Daher findet ihr jetzt hier allzu natürliche Farben nicht. Ich habe auch den Coralista, ich habe den Big Mama. Ich habe auch noch so ein paar peachige Sachen, aber ich muss sagen, sind einfach keine Favoriten. Ja, was allerdings einer ist, der in diese Richtung geht, in Richtung Hot Mama, allerdings als eben nicht Peach-Variante, sondern Rosa-Variante, etwas sehr Spezielles, aber Reguläres, ist der Scarlet von Beauty is Life. Ist jetzt heikel, denn das Ding kostet auch stolze 23 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ist nicht online, noch nicht. Also Online-Shop soll wohl kommen. Ich habe da am Counter in Hamburg angefragt. Dort findet ihr die Sachen im Alsterhaus. Aber in NRW ist das auch nicht allzu große Seltenheit, wobei man auch telefonisch bestellen kann. Das ist ein Blush, über das ich schon eigentlich ein Video abgedreht habe, das leider schlecht wurde. Aber ich denke, ich werde es nochmal machen, so eine Apli-Demo, damit ihr auch wirklich wisst, was ich überhaupt meine damit. Also hat einen ganz, ganz intensiven goldenen Sheen, wie eben auch Hot Mama. Es ist eigentlich fast der gleiche Effekt, nur eben deutlich kühler mit einem halt ein rosa Pink als Basis, stinkt aber fürchterlich. Also bei dem Geruch darf ein Produkt eigentlich keinen 23 Euro kosten, aber weil ich es so schön finde, wird es verziehen. Ja, dann noch 2 Nasblushes. Es könnten keine Favoriten sein. Eigentlich könnten die ganzen Favoriten eigentlich aus Nasblushes bestehen, muss ich sagen. Unangefochten werden all ihrem Ruf absolut gerecht. Das ist wirklich die Krönung der Texturen, Meisterschaften. Es gibt keine Marke, die an diese Qualität herankommt. Und ich finde den Preis zwar sehr schmerzhaft, aber durchaus gerechtfertigt, will ich jetzt nicht sagen, aber ich würde es jederzeit wieder bezahlen. Also neu in meiner Top 5 ist Oasis, ein eher spontaner Glückskauf. Ich war gar nicht so ihm hinterher, aber ich habe ihn nun mal ergattert und habe durch ihn so ein bisschen meine Vorliebe für ein bisschen nudere Sachen auf den Wangen so gefunden. Er schimmert auf den Wangen so auch intensiv nicht. Auf dem Blog habe ich davon auch eine Review, Apli-Demo, falls euch das interessiert. Ich weiß nicht, ob ich euch alle Links raussuchen werde, denn das sind dann ja am Ende ziemlich viele, aber ich denke, ihr seid auch des Tippens fähig. Tippt einfach Oasis in die Suchmaske und ihr kommt dran. Und da findet ihr sicherlich, wenn ihr Angelika reintippt, auch Angelika. Der war auch im letzten Video dabei, ist immer noch einer meiner meistbenutzten Blushes, liebend gern. Ist
hier sehr intensiv. Auch das Silber sieht man auf den Wangen eigentlich fast gar nicht. Wird aber durchaus verschmilzt, so schön mit der Haut, zu einem so natürlicheren Pink. Das ist eben das, was Nars irgendwie hinbekommt. Keine Ahnung, warum so gut. Es verschmilzt einfach so schön zu so einer Haut und passt sich der Trägerin immer wunderbar an. Und ja, das ist wirklich so mein Schatzi. Das sind also die 5 regulären. Ich hoffe, also ich versuche ein bisschen schnell, ne, damit das Video nicht ultra lang wird. Kommen wir also daher zu den limitierten. Ich glaube, das habe ich auch schon oft genug erwähnt, dass Tippi und ich Seelenverwandte sind. Also einfach, es war ein limitiertes Beauty Powder Blush. Das ist eine Textur, die es im festen MAC-Sortiment nicht gibt. Die erscheinen ab und an in LEs und ist eine ganz, ganz tolle Textur. Ich wiederhole mich, ich mag die MAC Blush Texturen so gern auch nicht. Ich finde sie relativ gewöhnlich, aber die meisten limitierten finde ich immer klasse, so auch die. Es wäre echt schön, wenn MAC die aufgreifen würde, weil die sehr sanft, also sehr, sehr zart sind, sich dadurch gut ausarbeiten lassen, selten fleckig werden, bis gar nicht, also habe ich noch nicht erlebt. Und dabei immer noch so ein Sheen haben, also eingebauten Glow, und darum mag ich den, weil die Farbe auch wie die Faust aufs Maggi-Auge passt. Also ich liebe ihn sehr. Also ich habe ihn auch bei der LE gar nicht gekauft, erst hinterher bei jemandem abgekauft und Gott sei Dank habe ich das nachgeholt. Und ähnlich krass, aber dazu kommt demnächst ein Video. Ich muss das nochmal sagen. Wawawawu limitiert. Mann, bin ich froh, dass ich ihn mir damals gekauft habe. Und dann hier noch einer, den habt ihr sicherlich auch schon mal in den Favoriten gesehen. Mary Lee, ein gebackenes Mineralized Blush von MAC. Ist so eine einmalige Farbe. Es war echt lieber auf den zweiten Blick. Ich hatte ihn eins damals gekauft und so, eigentlich reicht mir ja der als Rot. Und ich habe ihn so vermisst, dass ich mir dann nochmal ein zweites Mal gekauft habe. Also das erste Mal hatte ich ihn an MAC Carey abgegeben. maccarey.blogspot.com. Ich hoffe, das ist richtig. Und ich glaube, sie erfreut sich auch sehr an ihrem Exemplar. Und ich musste mir dann doch nochmal ein neues kaufen, denn das ist wirklich schon fast, ich habe sowas noch nicht gesehen, so ein Off-Red mit goldenem Sheen, ganz toll, yeah. Contouring-mäßig im Mode habt ihr auch bestimmt in 1000 meiner zumindest Blogposts gelesen. Mein Contouring-Blush mit Chorus, das am meisten benutzte. Es gibt ein ähnliches im Pro-Sortiment, ich glaube noch, das heißt Taupe. Sieht farblich identisch aus, aber das ist eine andere Textur. Der Taupe ist deckt so richtig. Da muss man so vorsichtig arbeiten. Das hasse ich wie die Pest. Und der hier ist ganz, ganz zart, nur pigmentiert. Passt perfekt zu meiner Haut. Und schade, dass er limitiert war. Mode. Aber es gibt auch solche Sculpting Blushes und da ist auch einer, der dem sehr ähnlich sieht. Also falls ihr unbedingt haben möchtet. Und noch eine Contouring-Geschichte, für mich zumindest, ist der Vintage Grape Blush Ombre aus der Spring Color Focus Kollektion vor einem Jahr bei MAC. Da gab es 4 solcher schattierten Blushes. Ich hatte noch ein anderes, habe es verkauft. Habe ich jetzt bisher auch noch nicht bereut, war dann doch mir ein bisschen zu zart. Also es war so auch so Flieder und Rosa. Ich komme dazu gleich nochmal. Und noch 2 andere, so ein Peach-Gemisch und so ein Braun-Gemisch. Das Braun-Gemisch habe ich mir neulich bei eBay ersteigert. Ich hoffe, das kommt bald an. Und weil ich die Textur so hammer finde, ich finde, das geht schon echt in Richtung Nars. So eine seidige Geschichte. Also ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, wie das ist. Und ey, ich hoffe, MAC greift diese Textur noch einmal auf. Die ist so gelungen und dieses große Pfändchen erlaubt einem halt einfach auch die Paarfarbe so ein bisschen anzupassen. Also wäre sehr schön, wenn dieses Produkt noch einmal erscheinen würde. Dann in schönen Farben auch nach wie vor. Und das waren die noch nicht. Das waren die fast alle limitierten. Ich habe einen vergessen, wobei das eigentlich gar kein Favorit ist, denn ich habe ihn bisher nur 3-mal benutzt oder was. Aber für diejenigen, die halt eben vielleicht für die jetzt die teuren Sachen ein bisschen zu teuer sind, finde ich diese durchaus okay, denn Kiko, also das ist ein Kiko Soft Touch Blush in der Farbe Pearly Bright Peach aus der letzten Sommerkollektion. 14 Euro, wie viel sie kosten, hätte ich dafür nicht ausgegeben, aber ich habe ihn reduziert bekommen. Und ganz ehrlich, wenn ihr die seht für den halben Preis, also für 7 Euro, schaut euch die Farben an. Die schimmern viel. Wer das überhaupt nicht ab kann, ich seht ihr eh nicht. Von den meisten sind halt auf dem Blog Swatches, daher nehme ich das jetzt nicht so schlimm. Falls ihr die seht und ihr sagt, ach, so ein bisschen Schimmer macht mir nichts aus, finde ich die Textur echt nicht schlecht. Die ist schon hart gepresst, sodass man das schön aufbauen kann. Die Dosis riesig, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kaka. Aber wie gesagt, es ist ein Budget-Tipp. Wenn wir noch nicht die letzte Kategorie hätten, nämlich die Non-Blush-Blush,
nämlich Blushes, die keine Blushes sind. Und angefangen zum Beispiel mit dem Cute as Hell Not Just Cute. Ich hatte auch schon mal damals im Video erwähnt, dass ich diese einfach als Blushes toll finde. Als Lidschatten finde ich die sehr unspektakulär. Wenn auch schöne Textur, aber finde ich jetzt nicht so schön am Auge. Und den mische ich halt auch gerne mit dem Fliedernen. Und dann bekomme ich das, was ich mit Azalea Blossom hatte. Und da war mir der Azalea Blossom einfach, hätte ich zu selten benutzt in der Kombi. Daher habe ich ihn abgegeben. Und ich finde auch diese Texturen hier total toll als Blush. Also einfach so schön seidig. Und ja, also das, was hier abgenutzt ist, das ist auf jeden Fall immer auf den Wangen gelandet. Ein limitiertes weiterhin von Alverde. Also Alverde Lidschatten mag ich sehr gern als Blush mehrere. Aus der Rose Romance, war das Rose? Naja, Rose Garden, Light Rose zumindest. Es ist so ein Weiß, also sehr, sehr, sehr hell, aber eben doch nicht ganz weiß mit eben diesem schönen Pearl. Und das finde ich ist einfach ein wunderschöner Highlighter, so ein bisschen Abwechslung zu den üblichen, sehr schimmrigen. Ja, dann einer, auch ein Tipp, insofern ihr vielleicht häufiger in Online Outlets stöbert. Da gibt es ganz häufig diese Silky Blushes. Dazu habe ich auch einen Beitrag auf meinem Blog. Sucht einfach nach Soft Shoulder in der Suche. Und dann findet ihr eine Umschreibung. Denn früher waren das die regulären Benefit-Lidschatten und die waren alle nude. Also alle so peachbraun, gräulich. Und da gibt es ganz, ganz viele Schattierungen, die sich toll aus Konturblush oder so zartes Aprikotblush eignen. Und die Textur ist wie gemacht dafür, weil die einfach super zart und seidig sind. Also daher das auch ein Tipp. Aus der Creamylicious Kollektion, diesen als Contouring Blush habe ich ganz zufällig für mich persönlich entdeckt und ist sehr aschig, dürfte nicht jedem stehen und auch nicht jedem gefallen, aber für so ein bisschen extrovertiertere Contouring Linien finde ich den echt nicht übel. Auf den Augen war er mir halt ein Stück zu warm. Und last but not least, dazu gab es auch eine Review, einen Beitrag und Appli-Demo, was weiß ich, auf dem Blog It's Up To You. Ist auch eine Textur, die mich sehr nervt als Blush, muss ich sagen. Es wird scheckig, es wird nicht so, wie ich will, aber dadurch, dass hier auch viele teurere Sachen hier waren, wenn ihr echt nicht mehr als 2 Euro für einen Blush ausgeben möchtet oder sagen wir auch nicht mal als mehr als 5, finde ich den also deutlich besser als die meisten Blushes, die man außer natürlich Flamingo in der Drogerie findet. Weil ich finde, in der Drogerie ist es echt sauschwer, richtig schöne, effektvolle, interessante Blushes aus Rosenholz, Aprikot und so weiter zu finden. Und da ist das durchaus eine Alternative. Wenn ihr also ein bisschen Geduld mitbringt und dafür ein bisschen sparen wollt, ist das vielleicht auch eine Option. Der hat auch also so ein bisschen Sheen. Also dafür ist das echt okay. Man sollte halt nicht unbedingt erwarten, dass das jetzt so NARS-Qualität ist. Aber ich denke, wenn man sowieso nur ein bisschen Farbe drauf machen, nicht gleich so ein Bonbon wie ich, dann ist es durchaus eine Option. Und so haben wir jetzt hier 3x5 Favoriten-Blushes und glaub mir, ich habe sehr, sehr viele Blushes, also da bin ich ein Holic auf jeden Fall. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu much und zu lang, wieder mal und nicht zu schnell. Ansonsten schaut es euch bitte 2x an, aber ey, 20 Minuten, nee, oder? Ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!